Wir haben einen Gott, der hilft. Wir haben den Herrn, der vom Tod errettet. Ja, Gott wird den Kopf seiner Feinde zerschmettern, den Schädel der Gottlosen, die da fortfahren in ihrer Sünde. Der Herr hat gesagt, aus Baschan will ich sie wiederholen, aus der Tiefe des Meeres will ich sie holen, dass du deinen Fuß im Blut der Feinde badest und deine Hunde es lecken. Man sieht, Gott, wie du einherziehst, wie du, mein Gott und König, einherziehst im Heiligtum. Die Sänger gehen voran, am Ende die Spielleute, in der Mitte die Jungfrauen, die da Pauken schlagen. Lobt Gott in den Versammlungen den Herrn, die ihr von Israel herstammt. Benjamin, der Jüngste, geht ihnen voran, die Fürsten Judas mit ihren Scharen, die Fürsten Sebulons, die Fürsten Naphtalis. Entbiete Gott deine Macht, die Macht, Gott, die du an uns bewiesen hast, von deinem Tempel her. Um Jerusalems Willen werden dir Könige Geschenke bringen. Bedrohe das Tier im Schilf, die Rotte der Mächtigen, die Gebieter der Völker. Tritt nieder, die das Silber lieb haben, zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Aus Ägypten werden Gesandte kommen, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott. Ihr Königreich auf Erden, singt Gottlob, singt dem Herrn. Er fährt einher durch die Himmel, die von Anbeginn sind. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, seine gewaltige Stimme. Gebt Gott die Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Ja, ich gebe es unumwunden zu. Viel zu viel und viel zu lang für einen ganz normalen Predigtgottesdienst, selbst auf der Langensteinbacher Höhe. Das merken Sie allein daran, dass wir es uns aufgeteilt haben. Die ersten 20 Verse er, den Rest dann ich von diesem Psalm 68. Aber wir haben nun einmal, ich habe nun einmal vorgenommen, mit Ihnen so die Psalmen Stück für Stück zu lesen. Und dann kann man nicht einfach den 68. überspringen. Man soll den auch nicht 23 Mal stückeln. Jetzt haben Sie das ganze Stück eben heute Morgen vor sich und wissen, was Sie so im Laufe des Tages noch tun müssen. Ja, ich gebe zum Zweiten auch sofort zu, dass es zum 68. Psalm eine unübersichtliche Diskussion gibt. Da fangen schon die Ersten an bei der Autorenfrage. Natürlich nicht David, wo sollte man auch hinkommen? Es wird so ziemlich jeder ins Autorenranking geschickt, der irgendwo in der Lage ist, was zu schreiben. Nur nicht David. Einigen wir uns darauf, wir nehmen mal das an, was da steht und gehen von David aus, das erspart uns viel, viel Zeit und hält uns einer treuen, gehorsamen Spur. Ja, ich gebe zu, eine riesige Strukturdebatte, wie ist dieser Psalm zu gliedern, wo ist vorne, hinten, oben, unten, eine Datierungsdebatte, eine Theologiediskussion und natürlich noch eine große neutestamentliche Welt, denn, oh große Freude, der Psalm 68 wurde ja vom Apostel Paulus aufgenommen und in einem ganz zentralen Stück modifiziert, wieder eingebaut im Epheserbrief im 4. Kapitel. Das macht's jetzt nicht unbedingt leichter, wenn auch schöner. Dazu gehört beim 68. Psalm, dass dieser Psalm mindestens ein Dutzend von Vokabeln erhält, die im ganzen biblischen Kontext nur an dieser Stelle vorkommen. Worte, die es nur im Psalm 68 gibt, über ein Dutzend, das ist für all die Hebräisch können, nochmal erfrischend dazu. Und dann natürlich noch, um dem Ganzen noch was aufzusetzen, wissen wir einfach an manchen Metaphern nicht, was meint denn dieser Mann, wenn der vom Zalmon redet und von Baschan und irgendwelchen Schneefällen. An manchen Stellen sind wir einfach auch in der Grenze seiner unglaublichen Bildsprache. Und wenn Sie die Ausleger dazu hören und lesen, dann haben Sie ein volles Set von allen Möglichkeiten, gerade bei der Deutung dieser Metaphern. So, genug der Klage, jetzt kommen wir zum Psalm. Das, was wir hier vor uns haben, ist doch einfach unglaublich. Schon bei einfachem Mitlesen merken wir, da gehen ja Welten vor uns auf, wenn wir diesen 68. Psalm auf uns wirken lassen. Ein einzigartiges Stück des Wortes Gottes, was uns da gegeben ist. Und natürlich, man erkennt das sehr schnell, dass in allen Variationen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von ganz individuell bis ganz universal, von sehr innerweltlich bis in die ganzen Welten Gottes hineingedacht, es um ein einziges großes Thema geht, das zu Recht darüber steht. Es geht um den umfassenden Sieg unseres Gottes. Es ist ein ganz klarer Siegespsalm.
Und dieser Siegespsalm verbindet sich nur mit einer Person, nämlich mit diesem David. Das bestimmt David. David erleben wir hier in einer ganz bestimmten geistlichen Position. Wir haben ihn ja in verschiedenen erlebt. Wir haben ja eine Unmenge Material von diesem Mann. Wir haben ja von keiner anderen Person der ganzen Bibel so viel Material wie von David. Von dem, was ihn ausgebracht hat, was er geistlich erlebt hat, wie er sich empfunden hat, was Gott ihm geschenkt hat, welche prophetischen Eindrücke er hatte. Eine Fülle. Hier erleben wir ihn mit einer ganz starken Siegessprache, die nun seine geistliche Position ausmacht. Und wenn Sie nun sagen, das ist mir alles zu blumig, zu wenig deutsch nüchtern, dann bitte denken Sie daran, dieser Mann, den Sie da vor sich haben, dieser David, das ist nicht nur dieser harfe klimpernde Jüngling, um den irgendwo zwei Schafe sich herumgruppiert haben, bitte nicht, sondern der Mann, den Sie hier vor sich haben, das ist ein Realpolitiker, das war ein Machtmensch. Das war einer, der wusste, wie es läuft, der hat über Jahrzehnte die Geschicke Israels bestimmt. Das war ein Mann, der im Leben stand, mit beiden Beinen, mit all dem, was er getan hat. Und der spricht in dieser Weise von den Realitäten Gottes. Das müssen Sie sich bewusst machen. Bitte sehen Sie nicht diesen Mann, der mit irgendwie blökenden Schäfchen da rumläuft. Bitte nicht. Sonst nehmen Sie diesen Psalm nicht ernst. Dieser Psalm spricht von den eigentlichen, geistlichen, wesentlichen, wichtigen Realitäten, die dieser Mann bei aller Realpolitik für diese Welt glasklar in diesem Psalm gesehen hat. Der hat einen Durchblick, einen geistlichen Durchblick. Hier spricht einer, der das Leben deutet vom Sieg Gottes her. Und jetzt sind wir einfach eingeladen, an dieser geistlichen Position zu partizipieren, wenn das Wort Gottes bei uns ankommt. Partizipieren, indem wir es einfach erst einmal nachvollziehen. Partizipieren, indem wir es auf uns wirken lassen. Partizipieren, indem wir nachspüren, was für einen Geist Gottes hier regiert. Und dann merken wir, das tut uns richtig, richtig gut. Gott will mit diesem Siegespsalm etwas ganz Erstaunliches uns mitgeben in unsere geistliche Welt, in unsere geistliche Sicht, in unsere geistliche Wahrnehmung unseres Lebens. Wir stehen ja auch ganz normal da. Meine Güte. Sie wissen doch, was so nächste Woche so auf Sie zukommt, in den unterschiedlichsten Schlachtfeldern dieses Systems. Und zum Glück wissen Sie es meist doch gar nicht, was auf Sie zukommt, in den Schlachtfeldern dieses Systems. Aber Sie wissen, Sie müssen Ihren Mann bestehen, Sie müssen da durchkommen, irgendwie. Und jetzt gilt es dafür, genau dafür, für diese kleinen Welten, in denen wir zu kämpfen haben, gilt es, diese geistliche Sicht aufzunehmen, Anteil zu nehmen daran, sie in ihr Leben hineinwirken zu lassen und ein wenig das auszustrahlen, was dieser Mann von Gott an dieser Stelle geschenkt bekam. Was kennzeichnet denn David im Psalm 68? Es kennzeichnet ihn zum einen, dass er satt ist in der Geschichte Gottes. Satt. Der ist richtig satt geworden in der Geschichte Gottes. Da gab es eine unglaubliche Fülle von Gotteserfahrungen. Eine unglaubliche Fülle. Und diese Gotteserfahrungen waren natürlich erst einmal im Leben des David selber. Meine Güte, wir wissen doch eine ganze Randmenge von Wundern und Erfahrungen, die dieser Mann gemacht hat. Das fängt ja schon gleich vorne an. Allein schon diese Geschichte, wie er da gesalbt worden ist in 1. Samuel 16, ist ja ein pures Wunder, das fortan das Leben dieses Mannes geprägt hat. Dass Gott ihn aus der ganzen Truppe von Brüdern ausgewählt hat, ihn die letzte Nummer und ihn in besonderer Weise durch Samuel zum König gesalbt hat. Und dann diese ganzen Wundergeschichten, das sind ja Serien von Wundern, die in den Verfolgungsjahren mit Saul drin liegen, ganz abgesehen von David und Goliath und was da noch alles drin ist. Der Mann selber hat ja unermesslich viel mit Gott erlebt. Darauf nimmt er hier am Anfang überhaupt keinen Bezug. Er greift auf etwas ganz anderes zurück. Er greift in den Reichtum der Geschichte Israels, in den großen Reichtum der Geschichte Israels und macht sozusagen die Tür weit auf zum Schatz der Erfahrungen der Realität Gottes in der Geschichte Israels. Wir haben einen Gott, der nicht nur Himmel und Erde gemacht hat, der nicht nur über allem thront, sondern wir haben einen Gott, der in Raum und Zeit hineinwirkt. Das ist das Bekenntnis, das hier der David abgibt. Gott hat nicht nur einmal das ganze Universum angeklickt und gesagt und tschüss und jetzt roll mal schön, sondern er ist mittendrin in der Materie, in der Zeit, in der Geschichte, in den Menschen. Da ist er da. Und das hat Israel erlebt. Das hat Israel erlebt. Und wie die das erlebt haben.
Und aus dem großen Schatz greift er jetzt ein paar Dinge heraus und startet mit diesem wunderschönen Satz: Gott steht auf. Gott steht auf, das ist die Startformel, die wir aus dem vierten Buch Mose in besonderer Weise kennen. Die Startformel für den Wüstenzug. Sie wissen das doch. Israel in der Wüste, nicht eine Woche, nicht ein Monat, nicht ein Jahr, 40 Jahre in der Wüste. Und das entscheidende Navi-System war diese Wolken- und Feuersäule. Wenn die stand, dann stand alles. Wenn die Platz genommen hat, nahm alles Platz. Und dann lagerte sich Israel nach den Stämmen, alles vorgegeben, wunderbar beschrieben im mosaischen Gesetz. Wenn diese Wolke aber aufstand, Gott steht auf, dann ging der Zug weiter. Was war das für ein riesengroßes Geschenk? Die liefen nicht irre als Nomadenvolk irgendwo im Sinai herum, sondern sie standen unter dieser göttlichen Führung. Da gab es einen, der vorgab, wann man aufbrach. Gott steht auf. Und dann ist dieses Volk entsprechend losmarschiert. Der Wüstenzug mit seinen ganzen Wunderserien steht vor dem großen König David. Und ein besonderer Höhepunkt, auf den er hinweist dabei, ist natürlich die Erfahrung am Sinai. Diese vielen, vielen Monate, die das Volk Israel am Sinai war. Der Sinai war ja zuallererst der große Erfüllungsberg für Mose persönlich. Damals hatte ja Gott ihm gesagt, geh nach Ägypten und dann wirst du, als er berufen wurde in 2. Mose 3, dann wirst du mit diesem Volk wieder an diesem Berg stehen und dann wird dir klar werden, ich habe recht gehabt. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber so war es dann. Dann stand er wieder an diesem Sinai. Das war eine unglaubliche Erfüllung für den Mose, mit diesem Millionenvolk an diesem Gebirgsmassiv wieder angekommen zu sein. Gott hat sein Wort wahrgemacht, ich bin mit der Truppe hier. Und dann erlebt er an diesem Sinai, dass der lebendige Gott, man muss sich das einmal vergegenwärtigen, das hat Gott nie wieder getan. Herunterkommt in den entsprechenden meteorologischen Ereignissen, die uns beschrieben sind, und mit diesem Volk redet. In der eigenen besonderen Verbindung mit den Engelwelten und dem Mose kommt das Wort des lebendigen Gottes geschrieben mit seinem Finger auf diese beiden Platten bei normalen Menschen auf dieser Erde an. Einzigartig. Genial. Nie wieder. Hat kein Volk erlebt. Gott hat sich in Raum und Zeit offenbart. Man hat sein Wort in der Kiste, in der Bundeslade, greifbar, lesbar, hörbar, das ist da. Gott hat sich mit uns und unserer Geschichte verknüpft. Der Sinai wird ganz eindrucksvoll hier beschrieben. Und vom Sinai aus geht nun ein besonderes Evangelium. Das Wort steht hier im Hebräischen. Und dazu gibt es Evangelistinnen. Das ist ein Feminin. Ganz wichtig, denn die Linie der Verkündigung, die da angesprochen ist, ist die weibliche Linie der Verkündigung. Und dafür haben wir drei ganz wichtige Stationen. Ganz kurz. Erste Station, Miriam und ihr Club. Erinnern Sie sich? Natürlich, das ist es. Da waren die doch nach dem Durchzug durch das Rote Meer in einer Stimmung, das kann man sich ja ungefähr versuchen zu verstehen und doch nicht nachvollziehen. Nicht wahr? Gestern noch mit dem Tod konfrontiert. Einer militärischen Übermacht im absoluten Wahnsinn und dann zu erleben, wie dieses Meer sich teilt, man durch einen Zug durch die Nacht dahin durchgeht, die Ägypter hinterher rasen, dann lässt Gott die Fluten zurückkommen und man steht am anderen Morgen da und denkt, das darf alles überhaupt nicht wahr sein. Und dann kommt der nüchterne Satz von Mose und dann kommen die Evangelistinnen. Miriam und der ganze Club, ihr Lied, was sie singt, das ist der Teil, der hier im Psalm 68 beschrieben wird. Und ganz ähnlich, wieder eine Frau, bei der nächsten Schlacht, die auch hier angesprochen wird, nämlich die Deborah. Hier ist Deborah dran. Die den Herrn lieb haben, die werden aufgehen wie die Sonne in ihrer Pracht. Den Satz kennen Sie doch alle, Richter 5. Das ist Deborah. Deborahs Siegeslied, wo dann diese Mutter in Israel anfängt zu singen. Und von Miriam und von Deborah, die dritte große Station, wir müssen einen Sprung ins Neue Testament wagen, den finden Sie am Ostermorgen. Nicht wahr? Da sind sie wieder. Wer ist da? Die ganze Bagage der Männer ist nicht da. Das Evangelium, das Auferstehungsevangelium, kommt an die Frauen und die verkündigen es mit bescheidenem Erfolg. Die verkündigen es, die sagen es, die bringen es weiter. Dass die Männerbagage ihnen nicht glaubt, ist ein extra Thema. Aber erst einmal war es Miriam, war es Deborah, waren es die Auferstehungszeugen, die hier im Psalm 68 ihren Vers bekommen haben. Und David sagt, das war so. Das Evangelium, die gute Botschaft, ging durch diese Geschichtsereignisse in die Welt hinein.
Und dazu gehört eben auch diese eigenartigen Nennungen von Salmon, diesem Salmon, diesem Berg, das heißt der Dunkle. Vielleicht ist das eine Metapher zu dem Schnee auf der anderen Seite. War das ein wirklich realer Schnee, der als außergewöhnliches Ereignis sich ins Gedächtnis bei David eingraviert hat? Das denken die anderen. Oder ist der Schnee als Symbol gedacht, weiß gegenüber dem dunklen, finsteren, dämonischen Salmon? Sie merken schon, die fangen an zu eiern. Bashan ganz ähnlich. Der Bashan ist das große Gebirge über diesem kleinen Hügelchen Zion. Und uns sagt hier Gott, hallo Bashan, reg dich nicht so auf. Ich habe mich für das kleine, mickrige Zion entschieden, halt dich gefälligst geschlossen und zurück. Es endet, indem der David ankommt. Sie merken, ich rase durch, aber wir schaffen das. Ich denke, dass der David am Ende ankommt bei dem Ereignis, das sich mit seinem Leben verbindet. Nämlich, ich sehe dich einherziehen, mein Gott und König. Eine Erinnerung unter anderem an dieses geniale Ereignis des Königs David, wie die Bundeslade nach Jerusalem kam. Das war für ihn eine ganz tiefe geistliche Erfahrung. Sie wissen den Schmerz beim ersten Versuch. Erster Versuch missglückt mit all dem, was dazugehört. Zweiter Versuch wesentlich sauberer, geistlich klarer, nochmal angegangen nach den mosaischen Regeln, wie es sich gehört. Und dann lässt Gott diesen David das erleben, wie die Bundeslade tatsächlich auf den Zionsberg gebracht wird. Das war ein geistliches Jubelfest für diesen Mann, ein geistliches Jubelfest. Wir sehen ihn ja da tanzen da vorne und seiner ganzen Freude, seiner ganzen Emotion Ausdruck verleihen, was Gott ihm da geschenkt hat. Gott ist in Zion ist auf diesem Berg, den er sich erwählt hat, tatsächlich angekommen. Wunderbar. Geschichte satt. Geschichte satt. Unser Gott ist ein Gott, der in der Geschichte real handelt. Er ist real am Handeln. Nicht nur ab und zu mal ein bisschen. Ach, wir können das wunderbar nachvollziehen in den letzten Tagen, die wir alle miteinander erlebt haben. Es ist doch unterschiedlich, wie es regnet, oder? Es ist ein Unterschied. Manchmal hat man einen Regen, wo man sagt, soll ich einen Schirm aufmachen oder nicht? Gibt's doch, selbst hier. Aber was wir in den letzten Tagen ja teilweise erlebt haben, war die Botschaft, du brauchst auch keinen Schirm aufmachen, das hilft auch nicht mehr. Ja? Das heißt, da kam das so dermaßen runter, da tröpfelte es nicht nur oder ein Hauch von Feuchtigkeit, sondern sie dachten, über ihn hätte jemand den Wasserhahn aufgemacht. Und das ist hier Psalm 68. Da schüttet es Geschichte Gottes runter. Und wir müssen satt werden an dem Wissen von dem realen, geschichtsmächtigen Gott. Denn wenn wir nicht an einen realen, geschichtsmächtigen Gott glauben, dann huldigen sie anderen Göttern, die die Geschichte bestimmen. Dann glauben sie an den Zufall, dann glauben sie an die Macht, dann glauben sie an die Gesellschaft, an die Vernunft, an die Beziehungen, an die Steuerungsmechanismen, welcher Art auch immer. Tun Sie es nicht, das ist die Botschaft vom Psalm 68. Tun Sie es nicht. Doch der glaubende Mensch steht immer wieder in der Verlockung, anderen Göttern und Götzen zu huldigen und unterschiedlichen Geschichtsmächtigkeiten auf die Knie zu gehen und die anzubeten. Sie als wichtig, als wesentlich, als entscheidend zu empfinden für sein Leben. Und David lehrt uns in geistlicher, klarer Sprache. Glaubt mit mir an den geschichtsmächtigen Gott. Und das werdet ihr tun können, indem ihr satt werdet im Aufnehmen der Erfahrung unter anderem des Volkes Israel. Ihr müsst nicht so hungerharkenmäßig da durchlaufen, sondern richtig über die Maßen satt sein, pickepacke voll satt sein von den Erfahrungen, die Gott geschaffen hat und die er uns mitteilt in seinem guten, heiligen Wort. Wir brauchen den Glauben an die Geschichtsmächtigkeit unseres Gottes auch deswegen. Wenn wir nämlich den anderen Göttern und Götzen dienen, nehmen wir unserem Gott damit die Ehre über dem, was er Tag für Tag im Großen und im Detail ihres Lebens und meines Lebens tut. Und deswegen werden wir nicht den Geschichtsmächtigkeiten dieses Systems vertrauen, sondern uns satt machen an den Erfahrungen Gottes und auf den Gott setzen, der damals und heute universal und individuell, im Kleinen und im Großen, geschichtsmächtig handelt. Wir müssen die anderen Geschichtsmächtigkeiten entthronen und den einen Gott wieder ganz bewusst auf den Thron setzen. Du bestimmst, du bist Gott, du regierst. Du sagst, was in meinem Leben läuft und was nicht. Im Detail und im Großen. Ich bete dich an
und niemand anderen. Das eine vom Psalm 68. Aber der Mann ist nicht nur satt geworden der Geschichte Gottes und setzt Gott auf den Thron, sondern er ist auch ganz umhüllt vom Sieg. Ganz umhüllt vom Sieg. Ganz umhüllt vom Sieg. Damit meine ich, Sie merken, dieser Text, der wird prophetisch durchlässig. Das ist ja nicht nur ein Geschichtsrückblick nach dem Motto, ach, was war das früher alles so schön? Und man kriegt so ein bisschen das vergilbte Nostalgiegefühl. Sondern was er macht, ist ja, dass er in einer unglaublichen Weise uns zum Ausdruck bringt, dass der lebendige Gott den Sieg in allen Dimensionen, räumlich und zeitlich, in allen Dimensionen einfährt. Plötzlich verschmieren die Zeitachsen. Wir haben Schwierigkeiten, was ist denn Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, was war schon, was erfüllt sich nochmal. Die Räume verschieben sich. Bin ich auf einer irdischen Ebene, bin ich an einer jenseitigen Ebene? Was habe ich? Habe ich reale Personen? Habe ich geistige Mächte? Und genau das gehört in diese prophetische Dimension hinein. Zu begreifen, da geht der Radius unglaublich auf. Dieser Mann ist in seinem Leben umhüllt vom Wahrnehmen des Sieges Gottes. Umhüllt vom Wahrnehmen des Sieges Gottes. Wo David hinguckt, sieht er nicht Niederlage, sieht er nicht Katastrophe, sieht er nicht Untergang, sondern sieht er den Sieg, nicht seinen Sieg als Oberbefehlshaber Israels, sondern den Sieg Gottes in allen Dimensionen. Das kommt ja zum Ausdruck, indem er zum einen natürlich von den Gottlosen redet und von den Abtrünnigen spricht, die erleben werden, wie sie dem Gericht Gottes anheimfallen. Er redet auch im großen Klartext davon, dass Nationen und ganz und Könige mit ihren Gaben der Besiegten ankommen, um dem lebendigen Gott diese Darlegung jetzt zu bringen. Er bringt das natürlich insbesondere zum Ausdruck, indem von diesem komischen Tier hier die Rede ist. Und dieses Tier, was da im Schilf rumkriecht, ist natürlich irgendeine Metapher auf Ägypten, aber das ist doch nur die historische erste Ebene. Sondern das Tier und der Mächtige, oder wie es genauer heißt, der Gebieter der Völker, das ist der, den wir im Neuen Testament sehr klar identifizieren können, als den Diabolos, als den Durcheinanderbringer, als den Teufel. Und jetzt sagt hier dieser Psalm 68, und der kriegt sie alle. Er würde sogar hinkriegen, dass dieses gottwidrige Baschan herausgeholt wird und sich verantworten muss. Gott führt ins Gericht hinein. Und zwar ein ganz klares Gericht, was hier beschrieben wird. Und deswegen kommt es zu einem massiven Militärschlag, zu einem klaren Gericht und zu einem genialen Siegeszug. Das ist nochmal ein ganz anderer Zug. Da wird nicht nur durch die Wüste gezogen und da wird nicht irgendeine Bundeslade hinauf nach Jerusalem gekarrt. Da ist ein ganz anderer Siegeszug. Da ist der Siegeszug von der einen Person, die wir kennen und die wir lieben und auf die unser ganzes Leben sich gründet. Hier ist von Jesus die Rede. Und jetzt sind Sie im Epheserbrief. Sehen Sie, wie schnell das ging? Jetzt sind Sie im Epheserbrief. Denn genau so denkt der Apostel Paulus. Sagt, das, was ich hier lese, sagt Paulus, Psalm 68, ist doch nicht nur Davids Geschichte, ist nicht nur Rückblick auf Wüstenwanderung, ist nicht nur Mose, ist nicht nur Deborah. Das ist was ganz anderes, das ist Jesus. Es ist Jesus, der diesen einzigartigen Sieg vollbracht hat. Der ist gekommen, der hat sein Leben hineingegeben. Der ist ans Kreuz marschiert. Der hat vor der Kreuzigung uns mitgeteilt in Johannes 12. Jetzt geht die Krise über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. In welchem Ereignis? In diesem Ereignis des stellvertretenden Sterbens des Sohnes Gottes am Kreuz auf Golgatha ist der einmalige, universale, für alle Zeiten und Räume und Menschen bestimmende Sieg vollbracht worden. Was für ein Gott. Und jetzt holt er sich die Gefangenen, er holt sich den Raub, er kann jetzt alles aufholen, alles, sogar sie. Er hat, Offenbarung 1, alle Schlüssel zu allen Reichen, zu allen Räumen, zu allen Herzen. Und jetzt fährt er seinen Sieg ein. Er braucht relativ lang aus unserer Perspektive dafür, aber er fährt seinen Sieg ein. Wie kriegt er seinen Sieg hin? Wie schafft er das? Wie macht er das zurzeit? Er hat noch verschiedene Methoden vor sich. Wie macht er es zurzeit? Oder genauer, wie macht er es seit 2000 Jahren? Seit 2000 Jahren fährt er so seinen Sieg ein, dass er sein Wort sagen lässt, in aller Schwachheit,
in aller Schwachheit, in der Torheit der Predigt, 1. Korinther 1. Und dieses Wort der Schwachheit und aller Torheit wieder erwarten, die Betonmauer des Verstandes und des Herzens von sündigen, ungläubigen Menschen durchbricht. Das ist doch bei Ihnen passiert, bei ganz, ganz vielen in diesem Raum mit mir. Und dann sind Sie zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Dann haben Sie angefangen, dieses Licht von Jesus in Ihr Leben hineinlassen zu dürfen. Sie haben das erlebt, was Paulus im Kolosserbrief sagt. Er hat uns versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich habe das Land gewechselt. Ich habe die Nationalität gewechselt. Ich gehöre jetzt auf seine Seite. Ich gehöre zu seinem Siegesbereich. Ich bin in Kolosser 1 mit im Siegeszug des Christus. Ich bin ein Besiegter. Wunderbar, sich von ihm besiegen zu lassen. Und jetzt findet fortlaufend diese Siegesgeschichte in ihn und mir statt. Jeden Tag geht's weiter. Denn um sie und mich, die wir schon besiegt worden sind, die wir schon auf der anderen Seite sind, um sie und um mich wird gekämpft. Da wird gekämpft. Das ist der Petrusbrief, sagt es uns doch. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Jesus hat es doch gesagt, dem Petrus. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe das gesehen, wie der Satan euch siebt wie den Weizen. Wenn ich nicht zu deinen Gunsten aufgetreten wäre, dann wäre es mit deinem bisschen Glauben ganz schnell Feierabend. Er siegt. Eine fortlaufende Siegesgeschichte. Aber diese Siegesgeschichte läuft nicht so, täuschen Sie sich nicht, die läuft nicht so, als dass er Ihnen jetzt sozusagen ein göttliches Energiepotenzial hineinspritzt und Sie plötzlich Energie und Power ohne Ende hätten. Nein, es ist sogar noch schlimmer. Er zieht Ihnen das bisschen, was Sie hatten, auch noch ab. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7 sagt der Apostel Paulus in seiner unglaublichen, klaren Sprache. Wir haben diesen Schatz, diesen Jesus-Schatz, den haben wir in einem irdenen Gefäß. Der Tontopf, das sind Sie und ich. Das ist das billigste, einfachste Material. Einmal dagegen, klick, Feierabend, aus. Diesen ganzen Schatz, den habe ich nicht in mir, aber er ist in mir, aber er steht mir nicht unmittelbar zur Verfügung. Das ist das, was Paulus gesagt hat, was er selbst so schmerzhaft lernen musste. Das lebendige Gott zu ihm sagt, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Ich bin nicht dann besonders stark, wenn du besonders stark bist. Und dann verstärke ich sogar noch deine Kraft, sondern umgekehrt, er zieht das ab und kommt damit mit seiner Kraft zum Tragen. Das ist doch dieses Irre, was wir gelernt haben oder am Lernen sind. Als Einzelperson, als Gemeinde Jesu überhaupt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Und wo Heer und Kraft sind, da zieht er das noch ab. Erinnern Sie an diesen Irrsinn der Gideon-Geschichte. Was für ein Irrsinn. Da gab es doch immer noch die 10.000, das war doch schon das Minimalprogramm. Und jetzt zieht Gott das ab und reduziert von noch einmal 9.700 auf diese 300 Hansel mit ihren blöden Krügen. Und die stehen dann nachts rum und machen ein bisschen Lärm und tröten. Und das soll's bringen, das bringt's. Warum bringt's das? Weil Gott sagt, ich mach das. Ich habe dich, Gideon, angezogen. Ich habe dich angezogen. Nicht ich mache dir jetzt die Power, sondern ich nutze dich, du wackeliger, ängstlicher Gideon, dich nutze ich. Und deswegen steht am Ende auch keine Gideon-Säule da. Sondern wenn, dann wird Gott bei uns aufs Podest gestellt. Schafft den Sieg. Dann gehört aber auch dazu, dass wir dann keine falschen Schlachtfelder betreten. Und keinem falschen Oberbefehlshaber huldigen. Und schon gar nicht die falschen Waffen nehmen zum falschen Kampf. Das kann es alles geben. Und jetzt gehen hier vom Psalm 68 wunderschöne Parallelen zum Weiterdenken in das ganze paulinische Verständnis. Wir haben doch nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt der Apostel Paulus.
Wir machen doch nicht bei diesem blöden innerirdischen Ringelpiez mit Anfassen, wo man auf dieser kleinkarierten innerirdischen Ebene da rumschiebt. Der sagt ein böses Wort und der ist ein bisschen neidisch und der zänkt ein bisschen um. Meine Güte, so niedrig sind wir doch nicht mehr, oder? Wir haben doch nicht mit diesem kleingeistigen Kram zu kämpfen. Wir durchschauen doch, was da abläuft. Wir wissen, was er der Teufel im Sinn hat. Und wir gehen doch nicht auf den Leib, oder? Ich kämpfe mit Waffen der Gerechtigkeit, sagt der Apostel Paulus. Mit Waffen der Gerechtigkeit. Und mein Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und deswegen sagt der Epheserbrief, ich habe nur zwei Waffen, ich habe nur zwei Waffen in der Hand. Ich habe dieses kleine Schwert des Wortes Gottes und ich habe die gefeilten Hände. Ja, dann viel Freude beim Kämpfen. Und dann bitte, dann auch nicht mit Ihnen als Oberbefehlshaber. Das geht absolut in die Hose. Sie sind nie der Oberbefehlshaber. Gar nie. 2. Timotheusbrief, ich bin der Soldat Christi, ich stehe hinten in der Reihe. Vorne ist er. Und so kannte der David, verstehen Sie, so kannte dieser Machtpolitiker, dieser größte König Israels, eingehüllt sehen in einen Sieg, der nicht der seine ist, aber an dem er partizipieren darf. Wenn wir singen, Jesu, hilf siegen, dann hoffe ich nie, dass Sie denken, dass Sie gerade am Siegen sind und für den Rest, den kleinen letzten Rest, jetzt noch Jesus brauchen. Ich bin schon fast fertig, Herr. Hilf nur ein bisschen mit. 90% habe ich schon. Wenn du auch noch kommst, Herr, dann stemmen wir das gemeinsam. Sondern Jesus hilft Siegen, heißt, ich mach nichts und du machst alles. Und jetzt mach's auch, Herr. Jetzt mach's auch. Was ist denn dann das, was Sie hören, wenn Sie unter diesem Sieg stehen? Dann hören Sie, fürchte dich nicht. Hören Sie das? Fürchte dich nicht ist die Anrede für die Soldaten Christi. Ich gehe voran, ist die Rede. Ich bin der Feldherr. Ich marschiere vorneweg. Jetzt steh du mal still und dann wirst du sehen, wie ich das hinkriege. So läuft's. Was ist er eingehüllt in den Sieg. Der ist also satt in der Geschichte Gottes. Er ist in einer ganz besonderen Weise ganz umhüllt vom Sieg. Und er ist voll in der Versorgung dieses Gottes. Er ist voll in der Versorgung dieses Gottes. Dieser David, der hier vom Sieg spricht, und das irritiert manche Ausleger, aber letztendlich denke ich, dass der Clou ist, obwohl er vom Sieg spricht, noch mittendrin in der Soße. Der ist noch mittendrin. Der ist noch nicht raus, der ist noch nicht durch. Der hat noch Probleme, der spricht noch von den Witwen und von den Waisen und von den Einsamen und den Gefangenen und von der Not und von den Gebetsrufen. Ist alles noch da. Man kann es eigentlich am besten vielleicht so beschreiben, dass es doch hier heißt, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf. Der ist noch drin. Der ist tatsächlich noch drin. Der erlebt, dass der lebendige Gott da ist, ja, wunderbar, aber er erlebt, dass der lebendige Gott, wohlgemerkt, nicht irgendeine dämonische Macht, der lebendige Gott legt ihm eine Last auf. Das haben wir schon mal gehabt im 66. Psalm, da hat es David so gesagt, Gott, du hast uns geprüft, du hast uns geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Der ist noch mittendrin. Der Herr legt uns eine Last auf. Und wissen Sie, das Verrückte in Anführungszeichen, das geistlich Verrückte ist nun, dass genau dieser Satz, der in Luther-Übersetzung so dasteht, der Herr legt uns eine Last auf. Je nachdem, was für eine Übersetzung Sie haben, werden Sie schon über meine Formulierung irritiert sein. Nämlich gleichzeitig heißt, der Herr trägt die Last. Sie können es sogar noch besser übersetzen. Der Herr trägt uns. Das ist der gleiche Satz. Der gleiche Satz hat die Bedeutung, der Herr legt uns eine Last auf. Eine geistliche Wahrheit und stimmt. Der gleiche Satz heißt, der Herr trägt diese Last. Der gleiche Satz heißt, der Herr trägt uns.
Er hilft uns sogar nicht nur, diese Last zu tragen, sondern er sagt sogar, ich nehme dich sogar noch mit drauf. Und dieses habe ich zu erwarten im umfassenden Sieg Gottes. Täglich, täglich, in der Tagesdosis Gottes, eine Last, ein Lastenträger, ein, der mich trägt. Das habe ich zu erwarten. Und wenn das bei Ihnen im Rückblick auf die vergangene Woche mal ganz kurz durchgespielt wird, dann müssen Sie doch sagen, Mensch, das stimmt. Mensch, das stimmt. Es gab vielleicht Tage bei Ihnen, die waren normal. Ja, Leute leben einfach durch. Es gab vielleicht Tage, die waren notvoll, weil die war ihre Seele am Flackern oder sie hatten ein enormes Paket an Angst. Oder ich weiß es doch nicht. Und nun am Anfang des Tages haben sie vielleicht gestöhnt vom lebendigen Gott und irgendwie hat er sie da durchgebracht. Er hat eine Last aufgelegt, aber hat die Last getragen. Er hat sogar sie getragen. Und sie konnten sagen, Herr, du hast mich da durchgebracht, durch diesen Tag, durch diese Phase, durch diese Geschichte, durch diese Erfahrung. Was werden wir also erleben? Wir werden das erleben, was am ersten Satz hier im Psalm 68 steht. Gott steht auf. Gott steht auf. Gott übernimmt die Regie in ihrem Wüstenzug. Gott übernimmt die Regie in ihrem Wüstenzug. Wenn er sagt, stehen bleiben, stehen bleiben. Wenn er sich bewegt, hinterhergehen. Gott steht auf. Und dieses Thema, lesen Sie doch mal aller Ruhe den Psalm, zieht zu den ganzen 68. Psalm durch. Das heißt, ich habe das Motiv, Gott zieht weiter, Gott steht auf und Gott zieht weiter. Man kann es auch formulieren, Gott zieht es durch, er zieht es mit mir durch. Man kann es auch formulieren, dass er einzieht, wo zieht er ein? Er zieht zum Beispiel in meinem Leben ein, er zieht in seiner Wirklichkeit, seine Herrlichkeit ein. Das Motiv vom weiterziehenden Gott ist in allen möglichen Varianten im 68. Psalm da. Diesem Zug, diesem Zug, diesem Gotteszug, an dem hänge ich dran. Wenn ich so voll in der Versorgung bin, dann bleibt auf meiner Seite eine ganz wichtige Aufgabe. Vers 5. Singet Gott. Lob singt doch seinem Namen. Mach doch jetzt Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Er heißt Herr. Freut euch vor ihm. Noch mehr Stellen, die ich alle überspringe. Lest Ihnen noch das allerletzte Sätzchen. Gelobt sei Gott. So hört der 68. Psalm auf. Gottes Lob ist Ihre Aufgabe. Ich habe mich gefragt, damit möchte ich in die Zielspur kommen, ich habe mich gefragt, lieber David, wie kamst du zu dieser Position? Wie kam das? Finde ich ja so genial. Beneidenswert, dieser Mann. Beneidenswert. Wie kamst du in diese geistliche Position, in diesem Sattsein der Geschichte Gottes, den lebendigen Gott auf den Thron setzen, hineingenommen sein, dieses prophetische Bild vom umfassenden Sieg und zu wissen, dieser Oberbefehlshaber, der geht vor mir her, zu wissen, ich bin voll in der Versorgung in diesem Gotteszug. Wie kamst du zu dieser Position? Ich möchte drei Gedanken weitergeben. Das eine, ich denke, das stand nicht am Anfang der Glaubensgeschichte des David. Das stand nicht am Anfang der Glaubensgeschichte des David. Das ist etwas, was im Lauf eines langen Weges ihm zuteil geworden ist. Eines langen Weges mit seinem Gott, mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das eine. Das andere, was ich denke, es ist tatsächlich so, die Dinge, mit denen ich mein Leben fülle, die werden irgendwann auch mich bestimmen. Womit ich meine Scheunen fülle, das wird mein Leben auch bestimmen. Und wenn ich meine Scheunen, meine geistlichen Scheunen fülle mit diesen Gaben, dann werden diese Gaben sich auch irgendwann in meinem Leben ausdrücken. Oder auch nicht. David, das wissen wir nun, war ein Mann, der über Jahrzehnte sein geistliches Leben gefüllt hat in der Gottesgemeinschaft, im Wahrnehmen des prophetischen Wortes, im Hören auf diesen Gott. In allen Schwierigkeiten, allen Sünden, allen Nöten war das besondere, prägende, ihn kennzeichnende, mit ganzem Herzen auf diesen Gott ausgerichtet zu sein. Das hat ihn bestimmt. Seine Scheuen damit gefüllt.
Und irgendwann wurde der Ertrag dieser Scheune dann auch deutlich. Und der dritte Gedanke ist, ich glaube, das ist ein Geschenk. Ich glaube, es ist ein Geschenk. Aber es ist ein Geschenk, um das man bitten darf. Um das man bitten darf. Strebt, heißt es einmal im ersten Korintherbrief, strebt nach diesen Gaben. Also an einer bestimmten Daten darf ich mich auch ausrichten und ich darf mich ausrichten und sagen, ja, die Position, die geistliche Position, die der Mann hat, die hätte ich gerne auch. Lass ihn mir reifen. Hilf, dass ich meine Scheunen damit fülle, damit das auch bei rauskommt. Und dann schaffe es, dass das Geschenk vielleicht auch beim einen und anderen von uns zum Ausdruck gebracht wird. Welches Geschenk? Dass ich im Sieg, für den Sieg, aus dem Sieg, mit dem Sieg dieses Gottes geistlich leben kann. Dass ich satt bin in der Geschichte Gottes. Der geschichtsmächtige Gott auf dem Thron sitzt. Der geschichtsmächtige Gott auf dem Thron sitzt. Wir haben einen Gott, der Raum und Zeit bestimmt. Dass ich umhüllt bin von seinem Sieg und weiß, dieser Oberbefehlshaber, dieser Feldherr, der geht voran. Und dass ich voll in seiner Versorgung zu Hause bin. Ja, er legt eine Last auf, aber er trägt die Last. Er trägt sogar den Lastenträger. Was für ein Gott. Was für ein Gott. In allen Dimensionen. Was für ein Gott. Und deswegen wollen wir zum Ende dieses Gottesdienstes diesen Gott ehren und ihn besingen. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Lade sie ein, zum Gebet aufzustehen. Du bist kein Schwächling. Du bist kein Gott, der Nachhilfe braucht. Und du brauchst schon gar nicht uns. Mit dir muss man nicht Angst haben vor der Niederlage. Mit dir geht man nicht baden. Mit dir erlebt man keinen Schiffbruch. Mit dir geht man nicht vor die Hunde. Du bist der Ewige, der Allmächtige, der Raum und Zeit Schaffende und Erfüllende, der sich von den Seinen nie, gar nie verabschiedet hat. Nie. Ja, du bist der Geschichtsmächtige und wir setzen dich in unserem kleinen, mickrigen Leben auf den Thron, damit die anderen Mächte und Götzen entthront werden. Dich beten wir an. Du bestimmst. Heut und morgen und übermorgen. Und dann bist es du, mein Herr und Gott, der in einem umfassenden Sieg unser Leben umhüllt. Wir sind so froh, dass wir nicht aus uns heraus unsere Siege kämpfen müssen, sondern du bist es, der uns besiegt hat, der in uns siegt, der auch auf uns aufpasst, dass wir an dem Ziel unseres Lebens ankommen und nicht dem Fürsten dieser Welt anheimfallen. Danke, dass du unser Oberbefehlshaber bist. Danke, dass wir eingehüllt sind in deinen Sieg in allen Dimensionen. Danke dafür, dass du uns versorgst. Du hast uns im Blick in diesem Gotteszug, den du mit uns unterwegs bist, zu gehen. Du weißt um die Lasten, du weißt um das Tragen der Lasten, du weißt, dass du auch uns tragen musst. Danke, dass deine Macht in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Wir beten dich an. Wie groß bist du? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.